Was mich fasziniert hat in dieser Solarkochen, sind die Bilder, die wir schaffen. Weil da haben wir zum Beispiel Popcorn gekocht, so mit der Sonne. Und es ist auch sehr metaphorisch und sehr poetisch, Räume aufmacht. Und nicht nur Räume, sondern auch Bewegungen. Fare pane, fare pensiero, quindi fare anche azione artistica, è un modo per informare i luoghi, per fare trasformazione urbana. Un fortissimo strumento di empowerment, che è una parola secondo me molto 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 importante rispetto alla cucina. Uno, perché la cucina e il cucinare spesso sono un po' nell'ombra del nostro quotidiano, cioè le molte donne, le molte madri che sono in cucina a volte non sono visibili, no? E quindi la cucina come strumento di empowerment anche per una comunità che si trova a prendersi cura di quello spazio e di prendersi cura della comunità stessa. Ich glaube, wir haben ja viele Ressourcen, Infrastrukturen eigentlich in der Stadt, wo es ganz klar ist, dass wir die Energie in eine Stadt packen, um eine bestimmte Raumqualität oder eine bestimmte Daseinsqualität für die Menschen der Stadt zu schaffen. Sozusagen so eine These, in ähnlicher Art und Weise eine Energie im öffentlichen Raum zu nutzen, um eine Materialtransformation oder Lebensmittelproduktion zu ermöglichen. L'aspetto sociale è non è fare la cucina alla fine, ma consumare anche qualcosa un po' diversa e provare, informare e avere un scambio fra una popolazione migrante e quelli che sono di qui. Su un bene comune specifico, come può essere un fiume, come può essere qualunque spazio urbano, possono definire delle azioni di cura per rendere fruibile quel bene al più alto numero di persone e rendere accessibile quel bene a tutti. Die Kunst kann Verbindungen schaffen, sie kann Räume eröffnen, wie das jetzt in ganz vielen von euren Projekten ja der Fall ist. Sie kann einladen zum Imaginieren, glaube ich. Sie hat uns einzuladen zum Träumen, zum Neudenken und zum Vorstellen, und ich glaube, dass die multiplen Krisen, in denen wir uns befinden, auch vielerorts Krisen des Vorstellungsvermögens sind. सुर भयावनी पशुपति भामनी